gibt's jetzt zu sehen auf Lukas Knopf TV. Best Sender in the world. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt's mal eine Episode, die höchstwahrscheinlich komplett auf der Helmkamera gefilmt wird. Wir sind in den heimischen Wäldern unterwegs. Ich bin auf dem Pikes Peak Enduro Bike, aber ich habe Bock, das Ganze für euch jetzt hier festzuhalten. Wir wollen insgesamt Minimum 2 Trails hier abgrasen, je nachdem, wie wir es von der Zeit her schaffen, wie lang es hell ist. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zu Trail Nummer 1. Ab geht's. So 100, 200 Meter und dann einfach hinterher. Jo! Boah! Schön nass, aber kribbt gut. Und hier kann man jetzt gleich ziemlich weit den Hang runter gucken, das ist ganz geil. Genau hier. Oh! Der kleine Sprung da unten war mir neu. Da kann man dann hier reinspringen. Ich bin jetzt erst zum zweiten Mal in meinem Leben hier an diesem Trail. Ich schiebe gerade wieder hoch und fahren jetzt das untere Stück nochmal, wo wir die zwei Lines, die da aneinander laufen, kombinieren können. Sind nicht die kranksten Sprünge überhaupt, aber echt geil, wie das so zusammenspielt und funktioniert. Gerade die hier hinten, kleines Flyout, mega cool. Das Mal habe ich gerufen, ist übelst schwer die Spur davor zu bekommen für den Sprung. Ich bin da auch mega gerutscht. Yo. Wer echt jedes Video anguckt, der hat den Spot schon mal gesehen vor einiger Zeit. Ich glaube, vor circa 2 Monaten war das. Da lag noch kein Schnee. Jetzt ist einiges weggetaut, deswegen ist es fahrbar, aber es ist ziemlich matschig. Es geht trotzdem halbwegs zu fahren, aber man kommt schon teilweise gut ins Schlittern. Der Sprung macht mega Bock. Hier so als kleines Gap, dann unten wieder die Hip und unten das Flyout fahren wir jetzt als zweite Line. Fuß war unten, schade. Train mit Max auf der Line. Jo. Das macht so Bock. Max kommt und fährt mal die Hip und ich halt mal drauf. Yes, Max. Max hat jetzt einen 180-to-Fagi auf seinem Downhill-Bike gecallt, hier hinten aus dem kleinen Flyout raus. Beim 360 bin ich echt wie stecken geblieben, weil es so matschig ist, aber ich mache mal die 180-Challenge mit, to Fagi, sollte hoffentlich funktionieren. Yes! Das saugt so übelst ein im Absprung. Ja, und das meinte ich halt. So. Sieht man nichts, ne? Ich war ja nur Halbschade, wisst ihr, ich war ja nicht so oft und mache nicht so oft Tricks, aber... Man sieht kaum was. Ja. Yes!
Ja! Das ist geil. Das lassen wir drin, oder? Ja. Okay. Die Hip kann man mega, mega cool ausspringen von hier nach da unten rein. Und die fahren wir jetzt mal im Train und filmen das mal von außen. Wir sind jetzt an Spot Nummer 2 und da die Wege doch relativ lang sind zwischen den zwei Spots, wird es jetzt schon leider etwas dunkel. Also ich glaube, in dem Video passiert dann definitiv noch was anderes an einem anderen Tag. Aber wir filmen jetzt hier bestimmt noch ein, zwei Abfahrten, je nachdem wie lange es noch hell ist. An dem Spot waren wir beim letzten Mal auch schon mal und hier macht es mega Spaß. Yo. Eine geile Strecke. Strecke Nummer 2 an dem Spot. Mittlerweile ist es 2 Tage später und ich hatte noch kein Outro zu dem Video gefilmt, weil ich gedacht habe, dass wir danach noch irgendwie an einem anderen Spot fahren können an dem Tag drauf. Aber der Winter ist komplett zurück. Nicht nur bei uns, sondern in ganz Deutschland. Hier hat es jetzt, glaube ich, 30 cm geschneit. Ich habe noch einen Clip von gestern Abend vom Handy. Da sind wir eine Mini-Rampen-Session gefahren und da habe ich zum ersten Mal einen Opposite Flare, also in die andere Richtung, in der Mini-Rampe gemacht. Da bin ich mega stoked drauf. Habe das Ganze aber nur als Handy-Clip. Und ansonsten war es das erstmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, lasst ein Like da und abonniert den Channel. Haut rein, Leute. Peace.